12 verletzte Polizisten, 57 vorübergehende Festnahmen, 25 Strafanzeigen, 34 Ordnungswidrigkeiten. Und das ist nur die vorläufige Bilanz nach dem Einsatz der Diensthundestaffel gestern in Berlin bei einer Demonstration im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Sie ist da die Bilanz der Berliner Polizei. Und noch viel schlimmer, wir haben ein Video, wie ein Polizist bei einer Maßnahme mit Anlauf in den Rücken getreten wurde. Ob der Täter bekannt ist und geschnappt wurde, hat die Polizei noch nicht verraten. Es gibt allerdings auch einen Kollegen, der muss im Krankenhaus weitergehend behandelt werden. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt sie sicher gesehen. Den Einsatz der Diensthundestaffel und es gibt jetzt hier natürlich noch weiteres Videomaterial. Ich habe natürlich auch stundenlange Livestreams auf TikTok aufgenommen und bin das Material auch durchgegangen und habe auch verschiedene Szenen gefunden. Und da ist es immer wieder dann wahrscheinlich die Frage Nummer 1, wenn man so etwas sieht. Ja, übertreib mal nicht Hamburg. Ist das übertrieben, wie der Kommentator hier gesagt hat? Und der Kommentator, wenn ihr ihn erkennt, das ist der eine aus dem Livestream bzw. dem Video von heute Morgen. Das ist Walid. Ja? Walid mit dem selbstgemachten Presseausweis, der seine Pressetätigkeit auf TikTok-Livestreams gefunden hat und bei jeder dieser Demonstrationen hier anzufinden ist. Und immer wieder vom Demonstrationsgesetz spricht, welches es in Deutschland nicht gibt. Wir haben eine Versammlungsfreiheit und die ist grundgesetzlich garantiert. Aber wer bin ich schon, Walid hier Tipps zu geben? Sie versuchen ihr Glück auf TikTok, wo sie kein Geld mit ihrer Arbeit verdienen. Und sie stehen einseitig hier auf der Seite der Demonstrationsteilnehmer. Ja, ich stehe vielleicht einseitig auf der anderen Seite, nicht bei denen der Demonstrationsteilnehmer. Doch wenn ich euch mal zeige und sage, was sie dort immer rufen, was dort los ist, dann werdet ihr vielleicht auch verstehen, warum die Polizei diese Veranstaltungen dann immer anfängt zu beenden. Und ja, die Versammlungsfreiheit, die ist so hoch angesiedelt, dass wir die Veranstaltungen mit dem bloßen Verdacht auf Straftaten einfach nicht untersagen dürfen. Da fehlt es natürlich auch an politischem Willen. Ich habe jetzt natürlich zu den Videos hier passend auch die Polizeimeldung der Polizei Berlin dabei. Es sind 520 Polizisten im Einsatz gewesen, zu Beginn 400 Demonstrationsteilnehmer, in der Spitze 1000 Demonstrationsteilnehmer und die Versammlung ist aus guten Gründen abgebrochen worden. Aber wir schauen uns doch einfach mal ganz kurz an, wie das aussieht, wenn sie hier dann auf der Straße ihrem verstorbenen Sinwar huldigen. Wenn man das jetzt übersetzt, was ihr da eben gehört habt, dann heißt das: O Sinbar, Glückwunsch und warte auf uns an den Toren des Paradieses. Dank deiner Hand, O Geliebter, herrscht nun Angst in Tel Aviv. Das und das sind nur einige dieser Sätze. Es gibt hier minutenlang und dann auch From the River to the Sea und noch weitere Hamas-Parolen. Dort wird offen die Hamas propagiert, sich mit der Hamas sympathisiert. Und da kann ich nur noch mal sagen, da greift dann leider Paragraph 54 unseres Aufenthaltsgesetzes, wer einer anderen terroristischen Vereinigung im Ausland unterstützend zur Seite steht. Da muss man kein Mitglied sein, der kann des Landes verwiesen werden. Und damit könnten wir diese Probleme hier auf diesen Demonstrationen dann auch einfach in den nächsten Flieger stecken und nach Hause schicken. Es heißt denn hier, sie haben die Gegenkundgebung natürlich hier passiert. Es gab hier zwei Gegenkundgebungen, einmal Solidarität mit Israel und der IDF und einmal antifaschistischer Gegenprotest gegen jeden Antisemitismus. In Summe 35 Teilnehmer, die wurden wohl einzeln gezählt. Diese Versammlungen sind friedlich verlaufen, aber gegen diese Versammlungen kam es dann hier zu Beleidigungen, Stein- und Flaschenwürfen und es wurden dann auch Nebeltöpfe entzündet und Eier in Richtung der Polizeibeamten geworfen. Von den geworfenen Eiern habe ich leider gar keine Bilder gefunden, aber wir können uns auch einmal anschauen, wie sie hier einem einfach eiskalt in den Rücken springen. Schaut mal zu. Ging schnell, schauen wir uns nochmal von vorne an. Da wäre er bei mir dann direkt
fällig, um das mal so zu sagen. Da gibt es nichts zu diskutieren, ist auf Video aufgenommen, gibt es auch nie zu rechtfertigen, Angriff auf Polizeibeamte. Wir waren aber bei der Gegenkundgebung, die wurde passiert und dann gab es hier diese Steinwürfe. Jetzt heißt es hier aus der Polizeibilanz, aufgrund der fehlenden Einflussmöglichkeiten der Versammlungsleiterin sowie der Tatsache, dass sich zu wenig erkennbare Ordnerinnen und Ordner unter anderem am Lautsprecherwagen befanden, wurde der Aufzug dann von der Polizei um 17.45 Uhr für beendet erklärt. Zuvor sah die Versammlungsleiterin von einer Beendigung durch ihre Person ab. Ja, man lässt es dann immer die Polizei abbrechen. Was aber hier noch viel interessanter ist, und zwar, es gab schon von Beginn an dann vermummte Personen, strafbare Aufrufe, das wurde dann schon von Beginn an versucht zu unterbinden. Und dann gab es hier am Anfang wieder zu wenig Ordner, dann hat man direkt in der Kantstraße neue Ordner dazugeholt. Und diese wirkten jedoch nicht regulierend auf die Teilnehmer ein, sondern verteidigten die Versammlung eher nach außen. Ja, wir haben ihn gesehen im Livestream von Utopia TV, Fuad Musa, der Deutschland beleidigt hat und jetzt um seine Spenden sammelt. Und ich kann nur sagen, diese Spendenaktion läuft richtig schlecht für ihn. Das freut mich natürlich. Und es gab hier nicht nur zu wenig Ordner, die die Versammlung dann nach außen verteidigt haben, sondern man wurde wiederholt auf einen minderjährigen Ordner aufmerksam gemacht, der natürlich auch aufgrund seines Alters erkennbar in Erscheinung tritt dann für die Polizei. Aber auch er hat strafrechtlich eine lange, lange Akte, wie es hier heißt. Und der Person, der minderjährigen Person, wurde der weitere Ordnereinsatz untersagt und sie schließlich in ihrer Freiheit beraubt. Also man hat sie direkt in Gewahrsam genommen. Wir sind dann hier beim Abbruch der Versammlung und dann kommt es auch hier zu den Bildern, die ihr alle kennt. Wegen weiteren Straftaten nach Abbruch der Versammlung wurde seitens der Polizei dann auch Diensthunde zum Einsatz gebracht. Es kam auch infolgedessen zu unmittelbarem Zwang in Form körperlicher Gewalt. Und da kann ich nur sagen, richtig so und weitermachen, mehr davon. Gut eine Stunde nach Beendigung des Aufzuges herrschte kurz vor 19 Uhr rund um den Hardenbergplatz, wie die Berliner Polizei das hier nennt, wieder ein normales Straßenbild. Also mit den Protzern, die den Kudamm rauf und runter fahren, mit den paar Talerhunds, die da rumstehen, ist schon lustig, ein normales Straßenbild in Berlin. Es gibt jetzt hier neben den 57 Personen, die vorübergehend festgenommen wurden, 25 Strafanzeigen, 34 Ordnungswidrigkeiten und eine Strafanzeige gegen einen Polizisten, der eine Versammlungsteilnehmerin beleidigt haben soll. Sie wurde von Amts wegen eingeleitet und 12 Polizisten sind verletzt. Einer davon wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an zum Schluss die schönen Bilder der Diensthundestaffel Berlin. Und ihr habt schon gefragt, ob man da Tierfutter spenden kann. Ich befürchte nicht. Und für alle, die nochmal sagen, dass das Tierquälerei ist, diese Hunde sind genau für solche Einsätze ausgebildet und trainiert. Sie werden jahrelang gehegt und gepflegt, kosten den Steuerzahler viel Geld und sind auch berechtigt, mal eingesetzt zu werden. Denn sie waren sowieso wegen Joe Biden im Einsatz am Wochenende. Und man hat sie jetzt hier zur Hand genommen und auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Und die, die da sagen, die Tierquäler sind, die essen meistens dann nur Halal-Fleisch und wer weiß, wie Halal geschlachtet wird, geschächtet wird, der weiß, dass das die größte Form der Tierquälerei ist. Und die Hunde sind im Islam übrigens haram. Sie werden öfters mal geschlagen, getreten in anderen Ländern. Sie werden missachtet, auch einfach mit dem Auto überfahren. Dieses Geheuchele von Tierquälerei, das könnt ihr euch sparen unter meinen Videos. Das findet hier keinen Anklang. Und die Tierquälerei, da müssten wir mal woanders anfangen. Es gibt Demo-Teilnehmer, die laufen damit und haben ihren privaten Hund dabei. Habe ich hier in der Schlossstraße auch gesehen, da habe ich sogar ein Video davon. Und da spricht natürlich niemand drüber. Und ja, natürlich haben die Hunde der Polizei den Maulkorb an und sind an der Leine. Die können auch mit Maulkorb Leute stoppen. Das können sie wirklich gut. Und auch diese eine Szene, wo es hieß, sie gingen gegen den Sanitäter. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Der hatte ein Antifa-Badge auf die Jacke genäht. Das war kein Sanitäter, sondern die ziehen sich an wie Sanitäter und haben eine Medizintasche dabei. Vielleicht haben sie auch den Kurs gemacht, aber sie sind Angehörige der Versammlung und gegen die wird natürlich auch der Diensthund eben eingesetzt. Über verletzte Versammlungsteilnehmer ist im Polizeibericht nichts vermerkt. Ob es welche gegeben hat, mit Sicherheit.
Ob sie sich haben behandeln lassen, wissen wir nicht. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie hast du die ganze Situation gefunden? Die Bilder, willst du mehr davon sehen? Dann schreib doch mal der Berliner Polizei. Bedank dich doch mal bei der Berliner Polizei. Vielleicht schauen ja auch einige hier von der Berliner Polizei zu und sind genauso erstaunt, dass man auf einmal die Diensthunde auspacken konnte. Oben in der Joachimsthaler Straße zwischen Kurfürstendamm und Zoologischer Garten. Mir ist immer noch ganz unklar, warum sie genau dann die Hunde ausgepackt haben. Aber vielleicht werden wir das noch herausfinden. Und damit abonniere den Kanal, schau auch bei X und Telegram vorbei und ciao, bis bald. Thank you.